Servus Leute, mein Name ist Fesh und ihr seid hier komplett richtig. Ich habe nach eurem Feedback das Intro rausgeschmissen, um euch eine bessere Benutzererfahrung auf meinem Kanal hier zu ermöglichen. Und ich bin heute wieder unterwegs auf dem PTS mit Version 0.16. Im Gegensatz zu den letzten Videos habe ich mich heute dazu entschlossen, mal einen alten Bekannten aus der Garage zu holen, nämlich den Sphinx. Und ganz großes Augenmerk, deswegen, ihr hört es vielleicht ein bisschen, der Sound ist heute ein bisschen lauter. Die Kanonensounds sollen nämlich etwas besser geworden sein. Und vielleicht hört man das ja auch schon beim Sphinx so ein bisschen. Wir werden gleich mal reinhören und dann werde ich vielleicht auch mal versuchen, still zu sein, wenn da jetzt ein Gegner auftaucht. So, ein bisschen habt ihr schon gehört. Ein bisschen haben sich die Sounds verändert, was so die Crew angeht, was die Kommandeurin hier angeht. Frau Washington ist ja hier wieder am Start. Die Gun-Sounds selber haben sich ein bisschen verändert. Zumindest habe ich das Gefühl, es klingt jetzt so ein bisschen anders. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, was mir gerade aufgefallen ist, ich habe entweder ist es wieder so ein Bug oder ist es ist tatsächlich jetzt ein neues Feature, auf dem Gegner E gedrückt, um ihn zu markieren und habe es nicht ganz durchgebracht und dann war meine Markierung weg. Eine andere Sache habt ihr jetzt oben gemerkt, da ab und zu poppen hier so, so Sachen auf, wie jetzt zum Beispiel der Scout gerade oder irgendwas anderes hier, Bruiser beispielsweise. Ich persönlich finde das noch ein bisschen an einer schlechten Stelle. Ihr seht das jetzt gerade mit dem Auge. Wenn man selbst entdeckt worden ist, dann finde ich das hier so ein bisschen, ja, verwirrend. Ja? Also, wenn man nicht genau unterscheiden kann in der Hektik des Gefechts, ist das jetzt, bin ich aufgegangen oder habe ich da jetzt gerade einfach nur was bekommen, weil hier oben so viel aufpoppt. Ganz schrecklich. Also, da gibt es von mir negatives Feedback für dieses Feature, von dem ich noch nicht hundertprozentig weiß, wofür man das überhaupt brauchen soll. Hier haben mich auch schon wieder Leute auf dem Server erkannt. Ich habe aber keine Zeit gehabt zum Antworten. Die wollten mich nur ablenken. Ich merke das schon. Und da wollte ich jetzt aber nicht drauf eingehen, sondern dem T14 hier lieber ans Kreuz knallen. Und habe das Gefühl, dass der Sphinx hier ein bisschen mehr Damage macht, aber langsamer schießt. Irgendwie so kommt mir das so vor. Jetzt habe ich Glück gehabt. Ich glaube, der hat mit der Rakete auf mich geschossen. Kann das sein? Achso, bei Raketen fällt mir gerade auf. Mit dem T14 Armata habe ich vorhin mal ein bisschen rumexperimentiert. Ich kann in das Ding jetzt 45 Raketen reinladen oder wie viel halt reinpassen. Nämlich das gesamte primäre Magazin kann ich da voll knödeln, weil ich, ja, sind da die gleichen Munitionen oder gleichen, gleiche Abschussvorrichtungen, das Hauptrohr, die für die AP, Heat, oder Heat hat er gar nicht, also für die normalen Geschosse und für die Raketen zur Verfügung steht und deswegen kann man das wohl komplett voll ballern jetzt. Mit dem Sphinx geht das nicht. Da ist es auf 20, nicht reduziert, sondern auf 20 limitiert, genau so ist das richtige Wort. Und der Rest wird hier von HE und AP in Beschlag genommen, was die Munition so angeht. Geht mir im Prinzip tatsächlich einfach mal ein bisschen darum, euch zu zeigen, wie es jetzt ausschaut, wie das Spiel sich anfühlt. Und ein paar Sachen fühlen sich tatsächlich anders an. Also jetzt, dass ich den nicht treffe aus der Fahrt, sei es drum. Wünsche ich mir zwar anders, aber wenn es halt jetzt mal so nicht war, ist jetzt vielleicht auch dem Ping geschuldet. Ihr seht schon, der Ping ist ein bisschen schlechter als auf dem EU-Server. Ist ja auch nur der russische PTS hier. Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, wenn man jetzt durch Hindernisse durchfährt, dann wird man nicht mehr langsamer. Das ist für die kleinen Fahrzeuge hier schon mal ein gewaltiger Vorteil. Und der Motorsound klingt besser. Also ich weiß nicht, ob ihr das auf YouTube richtig gut hören könnt, aber der Motor klingt tatsächlich besser, ein bisschen satter. Jetzt werden wir gleich mal. Das klingt jetzt wie ein Motor. Jetzt geht er in Leerlauf. Kriegt er wieder ein bisschen Drehzahl. Hat er geschossen. Das klingt auch besser. Also ich extra mal ein bisschen leise hier.
Instigator, ja. Vollkommen unwichtig, finde ich. Also diese Info. Jetzt schießen wir mal mit Raketen, mal schauen, wie die sich anhören. Na, da merke ich jetzt nichts. Okay. Da merke ich jetzt nichts. Mein Commander ist aber draufgegangen. Und ich lade mal auf HE um. Vielleicht hört man da noch ein bisschen Unterschied. Und ansonsten, ja, mein Gott, die Runde ist gewonnen. Ist jetzt nicht so dramatisch. Ja, wenn ihr jetzt richtig hingehört habt, ich meine vernommen zu haben, dass man die Explosion am Gegner hört. Also wenn der, wenn die HE beim Gegner detoniert, dass man das hört. Ich habe wieder auf AP umgeladen. Also wenn man da einschlägt, macht es immer Piu, Klock, Piu, Klock. Piu, Klock, könnte man ein Lied draus machen. Aber, also wenn ihr wisst, was ich meine, dann sagt mir das. Ansonsten sagt es mir auch. Ich persönlich finde es schon mal eine deutliche Verbesserung, was den Sound angeht. Macht jetzt schon mal viel mehr her als vorher. Und was ich auch noch positiv finde, ist, dass man jetzt als kleines Fahrzeug nicht mehr so dramatisch zu schlittern scheint und auch nicht mehr so stark abgebremst wird. So, Performance Reward. Ich habe eine silberne Lootbox bekommen und ansonsten hier noch ein bisschen 4300 Damage waren es am Ende. Ein bisschen Rest. Credits waren jetzt nichts dabei. 57.000, 125.000 wären es gewesen, wenn ich Premium gehabt hätte. Jetzt hier silberner Reward. Ich habe meinen Client außerdem wieder auf Englisch umstellen können. Da gab es einen tollen Hinweis, vielen Dank dazu, in den Kommentaren. Und zwar muss man den MD5 berechnen. Und wie das genau geht, das werde ich euch in dem anderen Video nochmal verlinken, indem ich euch zeige, wie man auf den PTS kommt. Ich danke fürs Zuschauen und sage ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Fesch.